Menschengerechte Arbeit ist eine notwendige Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Darüber sind sich alle Beteiligten der Tagung zur Humanisierung der Arbeitswelt in der Friedrich-Ebert-Stiftung einig. Nur wie lässt sich vor dem Hintergrund der heutigen Herausforderungen Arbeit menschengerecht und produktiv gestalten? Den Wandel der Arbeitswelt und die damit einhergehenden Anforderungen und Probleme fasste Dr. André Gerber eingangs zusammen. Der Mindestlohn, die Regulierung von Leiharbeit und auch die Eindämmung prekärer Arbeit sind eindeutig wichtige Themen, aber natürlich nicht längst alle wichtigen Themen. Es geht auch um die Verdichtung von Arbeit, die Entgrenzung von Arbeit und Freizeit, die Probleme, die zunehmenden Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der demografische Wandel innerhalb und außerhalb von Betrieben, aber auch der... Gerber sieht Handlungs- und Orientierungsbedarf durch die Forschung. Ermutigend sei, dass das Thema in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. Grundlage bilde ein Forschungsprogramm, das in den sogenannten Eschborner Thesen gefordert wird und zur Humanisierung der Arbeitswelt beitragen soll. Die Gestaltung von Arbeit sei ein wichtiger Faktor für wirtschaftlichen Erfolg, so Axel Zehrfeld. In Hinblick darauf erarbeite das RKW-Kompetenzzentrum Lösungen für kleine und mittelständische Betriebe und erforsche, wie sich Deutschlands Unternehmen im internationalen Wettbewerb behaupten können. Wenn Sie heute jemanden fragen, was versteht er unter Rationalisierung, dann heißt das in allererster Linie erstmal Arbeitsplatzabbau. Und genau das ist nicht das, was wir verfolgen. Sondern wir wollen die Produktivität oder wir wollen dazu beitragen, dass die Produktivität in Unternehmen gesteigert wird, damit gerade Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die Erkenntnisse, die Dr. Mandy Pastor thematisierte in ihrem Vortrag die verschiedenen Rationalisierungstrends der Vergangenheit, forderte aber neue Lösungen für die Zukunft durch ein nachhaltiges Innovationssystem. Da geht es um die humane Arbeitsgestaltung bei den verschiedenen neuen Typen von Arbeit und von Beschäftigung. Da geht es um die Rolle des Menschen in einer sich ständig wandelnden Organisation. Da geht es auch um die Rolle des Menschen zum Beispiel bei Industrie 4.0. Und es geht um die Arbeit und die Arbeitswelt mit den Folgen des demografischen Wandels, aber eben beispielsweise auch um transnationale Arbeits- und Organisationsgestaltung. In den Eschborner Thesen zur Arbeitsforschung seien diese Felder aufgezeigt. Dort werde ein Aktions- und Forschungsprogramm gefordert, das diese Bedarfe decke und alle Beteiligten involviere. Auch in der Podiumsdiskussion stellen sich wichtige Vertreter aus Forschung, Politik und Sozialpartnerverbänden der zentralen Frage nach den neuen Problemen in der Arbeitswelt, auf die sich die Arbeitsforschung beziehen muss, um ein zukunftsfähiges Modell zu entwickeln. Wenn wir nicht selbstbewusst diskutieren als Gesellschaft und natürlich auch als Arbeitswissenschaftler selbstbewusst diskutieren, welche Arbeit wir wollen, sehe ich die Gefahr, dass wir Arbeit vorgesetzt bekommen durch eine immer schneller technologische Diskussion. Wir brauchen Produktivität und der Wettbewerb wird härter. Und das zukünftig bei einer älter werdenden Belegschaft. Vier Kernpunkte nochmals. Wir müssen sichern körperlich-geistige Leistungsfähigkeit. Und wir müssen wissen, wie neue Arbeitszeitmodelle wirken. Wir müssen wissen, wie wir auf Digitalisierung, Industrie 4.0 und so weiter eingehen. Und wir müssen wissen, wie neue Karriereformen, neue Beschäftigungsformen grundsätzlich und dann aber auch im Detail aussehen. Deshalb geht es nicht nur um eine humanere Arbeitswelt, sondern es geht eben auch um Wirtschaftlichkeit. Diese alten Ziele der Ergonomie müssen wir beide gleichrangig sehen und mit gleicher Entschlossenheit angehen. Ich denke, da ist kein Widerspruch drin und das können wir auch gut hinkriegen. Deswegen die institutionellen Konturen eines Forschungsprogramms Arbeit der Zukunft sind Inhalt der zweiten Runde der Diskussion. Wie müsste das Programm konkret aussehen und wer müsste daran mitwirken? Und ich denke in der Tat, das Ganze wird nur gelingen, ich sage das ganz selbstbewusst, wenn wir das gemeinsam mit den Arbeitgebern machen. Es muss eine Gesamtstrategie geben mit den Arbeitgebern. Rainer Hoffmann und die anderen Diskussionsteilnehmer sind sich darin einig, dass nur ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, in dem Sozialpartner und alle Beteiligten mit einbezogen werden, zum gewünschten Erfolg führen wird. Aber zunächst mal wird es natürlich, wenn es um das Förderprogramm geht, um Geld gehen. Wir brauchen also eine Haushaltslinie, die das Ganze dann auch abbildet. Es gibt einen inneren Handlungsdrang, wir müssen etwas tun und hoffen natürlich jetzt... In einem Appell an die Politik spricht sich Bruder für eine stärkere Förderung der Arbeitsforschung aus. Jetzt geht es wirklich darum, Prioritäten zu setzen. Ich würde hier dafür plädieren, auch über eine Leitbildentwicklung nachzudenken. In einer offenen Diskussion zwischen Publikum und Plenum fordert Professor Kerstin Jürgens, man müsse der Komplexität und der Dynamik des Gegenstands Arbeit besser gerecht werden, indem man ein Leitbild entwickle.
Das Problem scheint mir ein wenig zu sein, wenn wir eine Leitbilddiskussion ohne öffentliche Resonanz führen. Ich glaube, dass dieses Thema Arbeit und was wollen wir für eine Arbeit haben, muss eine öffentliche Resonanz haben. Also wir brauchen nicht unbedingt das Leitbild, wir brauchen einfach eine Arbeitsforschung, die Arbeit wieder attraktiver erscheinen lässt und Zukunftsängste einfach mal vom Tisch wischt. Einen schönen Abend noch. Fazit der Tagung: Man müsse auf den rasanten Wandel in der Arbeitswelt reagieren, um neuen Belastungsformen begegnen zu können. Auch wenn es zur Ausrichtung und Gestaltung noch Gesprächsbedarf gibt, herrscht insoweit Konsens. Ein umfassendes Forschungs- und Aktionsprogramm sei nötig, das alle Beteiligten konsequent mit einbeziehe. Denn nur so könne zugleich produktive und menschengerechte Arbeit garantiert werden.